Und weiter geht es mit einer actiongeladenen Folge von Sauromas. Heute werden wir endlich unsere neue Rüstung herstellen. Wir haben ja in der letzten Folge diesen Säbelzahn-Tiger oder Säbelzahn-Bestie auf Stufe 2 besiegt. Mit 3 Leuten sind wir hin und alle sind gestorben. Einer hat noch überlebt, mit denen habe ich es gerade noch so geschafft. Und einer hat in den Kommentar geschrieben, dass es angeblich so sein soll, dass ja, wenn man mehrere Leuten dran ist, dass das Ganze dann hochskaliert. Aber ich weiß nicht, da machst du ja... Macht es dann überhaupt Sinn, 3 Leute mitzunehmen? Weil wozu gibt es dann diese Funktion? Ich kann es mir irgendwie schlecht vorstellen, aber vielleicht scheint da ja was dran zu sein. Ich würde es trotzdem mal beim nächsten Boss testen. Ich habe nämlich gelevelt. Wir sind jetzt auf Stufe 45. Das heißt, wir könnten zum Sturmgeier-Boss. Das hat sehr lange gedauert, ja. Ich habe dann einfach hier meinen Charakter an eine Station gehauen und einfach produziert. Also das zieht ultra viel Zeit, obwohl ich sogar die Erfahrung hochgeschraubt habe in den Einstellungen. Ja, ultra schlimm. Rüstung, genau. Wir machen jetzt uns auf jeden Fall diese Rüstung. Säbelzahn-Bestien-Rüstung. Also, wir kriegen dadurch Bonis. Verbesserte Angriffstempo steigt. Die Blutungsaktivierungsrate steigt um 50%. Mhm. Ja, anscheinend auch mehr Traglast, Angriffskraft. Ja, warum nicht, ne? Also, ich wollte mal ganz kurz schauen, wegen Gorilla. Wir haben ja noch, warte mal, Gorilla-Rüstung, ja, super. Lass mich jetzt einfach nur auf Rüstung gehe. Riesenachten-Lederrüstung. Hallo? Hä, warum kannst du das aktivieren? Hallo? Der wollte mich verarschen. Ach so, ich muss den erstmal besiegen, ne? Besieg BR. Das war das Problem, weil ich habe ja ein bisschen Fell, davon habe ich da. Aber gut, dann machen wir uns die Rüstung jetzt. Ich würde nur ganz gerne das auch auf die richtigen Rüstungsteile machen. Warte mal. Wir sollten den Kram erstmal hier raushauen. Wenn das auf den Ring ist, ist es nicht schlimm. Oder warte, ein bisschen roten Ring. Nee. Wir müssen das erstmal alles beiseite schaffen. Ich will das nicht auf die falschen Rüstungsteile hinterher haben. Ja, super. Ah, ja, ist hier auch noch komplett voll. Ja, hauen wir erstmal da rein. Muss dann erstmal da eingelagert werden. Also. Ah, jetzt haben wir das Problem, der zieht jetzt alles rüber, ne? Das ist jetzt... Ach, ich hoffe, der macht es auf die richtigen Sachen. Oder wird das nochmal neu ausgewürfelt? Was ist, wenn ich jetzt rot mache? Bleibt das dann rot oder kann das jetzt auch grau werden? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Das wäre auch mal interessant zu wissen. Ich probiere es jetzt einfach aus und dann werden wir uns überraschen lassen. Finden wir es einfach mal heraus. So. Was? Unbeschädigtes Material erfordert. Ach so. Jetzt muss ich das auch noch reparieren, den Kram. Hä? Unbeschädigt, ja gut. Dann reparieren wir mal eben den Kram. Reparation. Zerlegen. Nein, hier. Den Kram reparieren wir auf jeden Fall nicht mehr. Den Kram zerlegen wir einfach. Warte mal, war das? Ne, Bronzekette, warte mal. Der Kram wird zerlegt. Ja, warte mal, Bronzekette? Wo ist meine? Ach, die ist noch im Inventar. Ups, so, also. Brauchen wir denn? Wir brauchen Goldbarren. Oh, jetzt brauchen wir die ganzen Ressourcen hier auch noch drin. Das ist ein bisschen nervig. Was man nicht alles tut, ne? Also hier haben wir noch Eisenzeugs. Das lassen wir erstmal drin. Bronzepicke.
Es wird alles zerlegt. Alles, was aus Bronze ist. Okay, gut. Bronze, Bronze, Bronze. Außer Bronze-Werkzeuge, die hauen wir einmal rein. Obwohl, nee, wir haben ja Eisen, Quatsch. Wird alles zerlegt. So. Ja, hätte ich das eigentlich damals gar nicht reparieren brauchen. Gut. Let's go. Also, das haben wir da schon mal drin. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall Premium Lederzeugs. Ich glaube, die Klaue brauchten wir auch. Ach Mann, so. Goldbarren. Dann dieser blaue Stein. Goldbarren, der hier. Die hier. Da mal ein paar davon herstellen lassen. Obwohl, warte mal. Eigentlich wäre am schlauesten, wenn ich das machen würde, ne? Weil ich dadurch Erfahrung noch kriege, aber gut. Machen wir jetzt nur so ein paar erstmal. So, Barren rein. Können wir schon mal reparieren? Premium-Schale. Kammertuch. Premium-Schale, der Kram. Ich glaube, der Zahn war das, ne? Kammertuch. Alright. Ja, dann haben wir das schon mal. Aber die Modifikationen sind weg. Die Mods. Toll. Das waren nämlich die für Strahlung. Super. Warum verschwinden die Mods einfach? Ja, warte mal. Kannst du jetzt mal abbrechen. Dann kannst du abhauen. Dann kann ich nämlich hier mir die Rüstung endlich machen. Tschüss. Ich hab. Aber wir haben alles da, ne? Gut, dann legen wir mal los. Also. Säbelzahnring. Das bringt uns auch gut Erfahrung. Das Zeugs. Warte mal, was fehlt mir da? Hä? Rohmaterial. Hä? Wie? Oder hier die schicke Hose. Nice, okay. Gut, dass ich den roten genommen habe. So, immer schön her damit. Die Hose. Ich glaube, wir müssten für alles genug haben sogar. Einen Augenblick mal. Können. Rüstung. Haltbarkeit, ja gut, haben wir. Dann Hose haben wir gemacht, dann die Kette einmal. Okay, wir sollen das auf jeden Fall unten reinziehen, damit das funktioniert. Damit es auch auf die richtigen Dinge gemacht wird. Kette, Schuhe, Brust. Ich sagte Schuhe. So. Alles klar. Kann man machen, oder? So, kommen noch die zwei Rüstungsteile. Das ist cool. Dann haben wir auf jeden Fall das auch schon mal. Haben wir auf jeden Fall eine nette Rüstung. Und das letzte Stück. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Ja, leider habe ich jetzt keine... ich hätte lieber nochmal Brust machen sollen, irgendwie so eine und hoffen, darauf hoffen soll, dass eine epische bei rauskommt oder so. Warte mal, Armschienen? Hände gibt es nicht. Warte mal.
Säbel. Säbel. Zahndingens. Nee, Handschuh. Es gibt nur fortgeschrittene. Ah doch, Säbelzahnhandschuhe. Warte mal, was fehlt mir denn da? Säbelzahnbestie-Klaue. Die habe ich nicht bekommen. Keine einzige. Oder habe ich hier aus Versehen irgendwo reingehauen? Premium-Klaue? Ne, ich habe das ja extra hier im Inventar behalten. Oder ne, warte mal. Säbelzahnbestie-Klaue. Aber das zählt ja jetzt alles zusammen. Die Kisten. Wenn ich den Kram herstelle, zählt das alles zusammen. Aber ich habe keine Klaue bekommen. Oh, schade. Das heißt, die Handschuhe können wir uns leider nicht machen. Naja. Gut, so ist nun mal das Leben. Na dann. Ja, sieht schon mal cool aus. Sieht echt nicht schlecht aus. Dann würde ich ganz gerne den Kram hier einsortieren. Und dann bereiten wir uns halt vor, ne? Dann bereiten wir uns vor. So. Ja, die nehmen wir uns auch mal mit. Kann ja sein, dass man das braucht. Die alten Verbände? Ja, eigentlich nicht. Ich halte mal zwischendurch ein bisschen zum Heilen benutzt, obwohl ja, ein paar können wir mitnehmen. Damit man nicht die guten verbrauchen muss. So, irgendwas Wichtiges, was wir noch behalten, ja. Die hier nehmen wir auch mit. Dann wollte ich einmal ganz gerne noch einmal kurz hier rein skillen. Hier können wir aber nichts machen, ne? Das kommt erst noch. Wo können wir denn noch skillen? Wir machen jetzt, wir schalten einfach alles frei. Wir haben echt so viel. Warum nicht? Ja, alles, was halt so gold leuchtet, ist halt schon fertig, ne? Okay, das ist alles Gold. Ja, dann haben wir alles, ne? Außer hier oben. Dann haben wir echt alles ready. Sehr schön. Dann einmal rein damit. Die nehmen wir mit, weil wir können es jetzt übrigens auch teleportieren. Überall. Das wurde, glaube ich, auch, soweit ich verstanden habe, geändert. Was ganz cool ist. So, dann haben wir nochmal den Kram hier rein. Warum habe ich den nicht hier drin? Kein Platz oder wie? Alles klar. So. Ja, sehr schön. Haben wir die Rüstung schon mal? Haben wir ein paar Bonis jetzt. Die sieht auch nicht schlecht aus. Den Barren hauen wir jetzt einfach da rein. So, was soll's. Passt schon. Alles klar. Gut, 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 gut. Und dann werde ich auf jeden Fall bald mir auf jeden Fall auch die Gorilla-Rüstung holen, würde ich sagen. Und wenn wir die haben, dann können wir die und ja jemand anderen abgeben. Jetzt muss ich noch einmal überlegen. Wir brauchen auf jeden Fall die Opfergaben. Sturmgeier. Sturmgeier. Oder warte mal, Opfer. Besser, ja. Gut, also wir brauchen Meeresfrüchte, Quinoa, Aufbrutschmittel und Premiumfleisch. Ja. Warte mal. Hat das Quinoa-Zeugs noch hier oben? Nö. Dann ist es in den Kisten unten. So. Also Aufbrutschmittel. Perfekt. Dann Meeresfrüchte, Quinoa.
5. Sehr gut. Dann brauchen wir noch, was war das nochmal? Premium Fleisch. Davon haben wir auch sehr viel da. Ich nehme mal ein bisschen mehr mit, falls das irgendwie unterwegs schlecht wird. So. Gut. Und dann halt ein Gefäß. Ein Opfergefäß. So. Wir schauen nochmal nach. Opfergefäß. So. Wo ist der Gute? Hier. Ja, haben wir alles da. Gut, dann haben wir Aufbruchsmittel, bla bla bla. Ich überlege, ob ich jetzt wirklich nur mit einem dahin gehen soll oder doch mit drei versuchen soll. Ich weiß es nicht. Ich bin mir jetzt unsicher, ob das wirklich. Oder dann gehen wir zu dritt, sonst hole ich nämlich nur zwei Leute mit. Warte, wir brauchen auf jeden Fall auch Pfeile, Bogen. Wurfspeer habe ich 39. Haben wir noch irgendwelche guten Wurfwaffen hier? Und ich glaube, ich sollte mir nicht einen Großbogen nehmen, weil ich glaube, der ist zu lang, oder? Ich weiß nicht, ob der zu langsam ist für den Boss. Steinpfeile. Okay, Pfeile auf jeden Fall Müll. Ja, und ich müsste wieder Mods machen, ne? Das ist ein bisschen blöd. Bei der Reparatur gehen die halt einfach verloren. Mods, warte mal. Mods, Mods, Mods. Wie hieß dieser Mod denn nochmal? Strahlung. Strahlung 2. Wir haben ja eigentlich alles da, ne? Ja, es gibt noch sehr viel Erfahrung. Ich crafte es auf jeden Fall mal selber, weil ich habe jetzt immer den Fehler begangen, dass ich nicht selber gecraftet habe. Das gibt uns schon einiges an Erfahrung, ne? Warte mal, wenn es jetzt fertig ist. Wir sind jetzt knapp unterm W da irgendwo. Na gut, sieht man jetzt nicht direkt. Aber es ist schon viel Erfahrung. Also, die Mods. Dann haben wir auf jeden Fall unseren Widerstand. Ich sollte vielleicht ein paar mehr machen, noch für meinen anderen Companiero. Gut, dann hier brauchen wir eigentlich nichts. Tarnung und so einen Müll braucht man nicht. Ich überlege noch, irgendwas brauche ich doch noch, oder nicht? Ach ja, Speere und so, warte mal. Waffen. Nee, Rüstung. Waffen, Waffen, Waffen. Nein, 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 lass mich machen. Ah, super. Klaut ihr mir meine Erfahrung? Eisenpfeile. Also mache ich das hier. Hundert Pfeile, dann noch mal ein paar Speere. Ob das reicht? Ich bin mir unsicher. Aber ich glaube, mir mangelt es leider an Eisen, oder? Nee, warte mal. Dünnes Seil. Hey, warum kann ich denn nicht? Hey, warum kann ich denn? Warum kann ich denn nur bis 18 gerade machen? Naja. Gut, dann mach ich noch mal ein paar Speere. Und noch mal ein paar Pfeile. Oder? Ich würde sagen, das ist eine gute Idee. Ja, ich denke, Wurfspeere sind am besten. Dann machen wir noch ein paar Eisenpfeile und dann würde ich sagen, crafte ich mal eben und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, Leute, wir sind vorbereitet. Ich habe schon mal für alles gesorgt. Pfeile, Speere und also Wurfspeere. Ich würde sagen, wir knallen jetzt erstmal allen ihren Zeugs rein. Also, die haben normale Bögen, haben Wurfspeere. Ich habe ein bisschen mehr Wurfspeere und habe dafür noch den Großbogen. Mal schauen, ob die Kombi gut ist. Ich habe jetzt zwei Leute mitgenommen. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben,
Ob es wirklich einen Unterschied macht, wenn wir jetzt mit mehreren Leuten hier sind, skalieren die Gegner wirklich hoch oder ich habe keine Ahnung. Also ich bin mir da wirklich unsicher, ob das wirklich so stimmt. Aber deswegen habe ich jetzt nicht drei mitgenommen, sondern zwei. Wir werden es herausfinden, wir werden es ja irgendwie merken, ob dann Leben irgendwie schneller runtergeht oder keine Ahnung. Gut, ich habe mir jetzt den Kram reingehauen. Quinoa, blub, 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 haben wir alles da. Wir haben Verbände, wir haben eigentlich alles ready. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Let's go. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob wir den schaffen. Irgendwie so ein mieses Gefühl. Nice. Trick geschafft. Na super. Ich schieße einfach Federn. Autsch. Ah, das ist schwer zu treffen. Bleib stehen. Ach, Mann. Ey, der ist echt verdammt schwer zu treffen. Okay, ich muss den irgendwie immer ein bisschen erwischen, während er noch fliegt. Okay, nice. Der steht nur doof rum. Was ist denn das? Was? Raus da, raus da. Ach Mann, der unterbricht mich dann halt immer. Könnt ihr nicht da. Ihr könnt doch auch schießen. Macht ihr mal. Der kommt runter. Ich hoffe, der wollte mich packen, kann es sein? Nice. Hallo, du hast auch Fernkampfzeugs. Ah. Okay. Oh, ja. Drauf, 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 drauf. Geh doch drauf, geh doch drauf. Na super, das hat ja nicht gut funktioniert. Ja, da könnt ihr aber schon schnell leben, ne? Also ich denke, der skaliert nicht hoch. Okay, das war fies. Ich wollte gerne ein paar Band drin haben. Ja, der kippt schon schnell um, ne? Wow. Ich brauche Hilfe. Ich kann mich nicht bewegen. Was ist das für ein Geräusch? Der geht drauf. Wisst ihr was? Ich bleibe auf Fernkampf. Den irgendwie nicht, ne? Drauf da, meine Güte, warum läuft der zu mir? Verarschen, lockt den doch nicht zu mir. Mann. Warum laufen? Ey, das gibt's doch nicht. War jetzt so lange schon unten. Kommt drauf. Was macht ihr? Drauf. Schießen. Ey, die sind so unnütz. Die sind sowas von unnütz gerade. Das gibt es doch nicht, oder? Drauf, 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 drauf. Mehr als F1 drücken kann ich nicht. Laufen wieder nur rum. Er wird gepackt. Ich hau mir mal lieber einen Verband rein.
packen ihn wieder. Ich schieße genau über den Kopf. Ist doch so Opfer, oder? Ich glaube, das skaliert aber nicht. Nice, der saß. Warum hängt er da oben? Könnt ihr mal drauf gehen? Schießen einfach nicht. Jetzt auf einmal. Aber wir haben den fast. Ja, also ich denke, skalieren tut er nicht. Komm. Ey, 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 ey. Geht ihr mal drauf? Ah, sehr gut. Ja, da haben wir ihn. Da haben wir den Sturmgeier. Und der hat jetzt einen Sturm ausgelöst. Nice, ich würde ganz gerne noch einen Screenshot haben, aber das ist jetzt irgendwie so... Ja, die irgendwie waren die sehr unnütz heute, ne? Aber gut, wir haben es trotzdem irgendwie geschafft, aber ich glaube tatsächlich, drei wären doch besser gewesen. Schreib es mal gerne bitte in die Kommentare, weil ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es irgendwie schlecht einschätzen. Gut, scannen können wir den nicht, ja super. Na gut, ist halt so. Aber wir können den klein machen, den guten. Und dann einmal in die Pyramide. Sehe ich gar nichts. Wo ist die Pyramide da? Echt, ich sehe nichts. Ja, war ganz interessant. Dann gehen wir jetzt erstmal rein. Das heißt, jetzt müssen wir Level 50 erreichen. Ja, super. Das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder 7 Stunden irgendwie irgendwas herstellen lassen. Oder 7 Stunden nicht, aber ein paar Stunden schon. Wir haben erstmal ein halbes Level. Ja, ansonsten würde ich die Folgen eigentlich schneller raushauen, aber das Leveln, das ist das Problem, Leute. Das Leveln ist das Problem, aber wir werden bald auf jeden Fall online starten. Also auf einem öffentlichen Server und dann fängt man wieder bei 0 an. Und ihr könnt auch gerne mitmachen. Kommt auf jeden Fall schon mal auf den Discord oder so. Da kann man sich dann schon mal ein bisschen connecten. Und wenn es dann soweit ist, gebe ich dann natürlich bei YouTube und auf dem Discord Bescheid. Discord würdet ihr natürlich sofort davon mitbekommen. Deswegen, wenn ihr damit machen wollt, kommt gerne rüber. Jeder ist willkommen. Gut. Weil ich denke, da könnte man schon ganz schön viel Spaß haben, wenn man zusammen so ein Dörfchen aufbaut. Und dann noch sich in Acht nehmen muss vor anderen Spielern. Kann nervig sein, kann aber auch sehr geil sein. Ich denke, es ist beides. Ich denke, es ist nervig und geil zugleich. Und dann würden auch natürlich wieder regelmäßige Folgen von Soul Mask kommen. Definitiv. Soul Mask, sorry. So, aktivieren. Scotty, beam mich hoch. Und let's go. Nice. Gut. Nein. Dann können wir jetzt hier reinziehen. Was bringt das denn? Aktivierung Körper zu aktivieren, um den Kontrollkörper weitere Verstärkung Strahlungswiderstand. Ja, warum nicht, ne? Was hätten wir hier? Kältewiderstand. Ja, alles klar. Ist ja die einzige Option gerade aktuell. Ja, und wir haben ja hier Pyramiden. Und überall gibt es ja hier unten so eine Tür. Da kann man noch nicht rein. Ich wette, nach dem Early Access... Also, was heißt nach dem Early Access? Sobald Updates, richtige Content-Updates kommen, kann man da bestimmt rein. Aber ich muss sagen, jetzt haben wir richtig viele Folgen rausgeballert. Und ich habe ja auch ein bisschen gesammelt, ohne Aufnahmen und so. Wenn man das alles mal hochrechnet, ne? Dann habe ich so viele Stunden im Spiel verbracht. Das hat sich auf jeden Fall schon alle Male gelohnt. Gut, ich würde sagen, ich begebe mich dann zur Base und bereite mich dann schon vielleicht für den nächsten vor. Und dann werden wir ja in der nächsten Folge erstmal... Ja gut, wir können auf jeden Fall das Schneegebiet erstmal erkunden. Ne? Da haben wir auf jeden Fall auch noch einiges vor. Ich weiß noch nicht, wie wir hochkommen. Ob wir von der Seite hier hochkommen. Werden wir schauen. Sieht aus, ob man hier so lang... Und dann, ne?
Wenn euch diese Folge gefallen hat, wie immer, bewerten und vor allem das Kommentieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.